Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und zwar habe ich ein Produkt gestellt bekommen von der Firma Amir. Ja, und ich habe momentan sowieso ein paar Küchenprodukte gekauft, habe ich auch gerade in Odin war Shop mir gemacht. Da müsst ihr mal oben in der Infobox gucken, da könnt ihr das sehen. Da habe ich ein Messer und einen Messerschleifer geholt und noch mehr Sachen, aber die kann ich nicht zeigen, weil die Geschenke sind für meine Tochter und für meine Frau, und das ist doof, die gucken weder meine Videos, das wäre nicht gut. Und wo ich das gekauft habe, habe ich dann halt auch noch von der Firma eine E-Mail bekommen, ob ich da die Küchenwaage zeigen wollen würde. Und das passt mir natürlich super rein. Ja, das ist da die Firma Amir und das ist die Küchenwaage. Die werden wir gleich auch noch auspacken. Ich hatte schon mal eine Küchenwaage, beziehungsweise ich habe eine Küchenwaage. Bei dieser Küchenwaage ist nur das Problem, die ist hier, die habe ich eigentlich geholt für hier, für einen Arbeitsplatz, um Sachen zu wiegen, und die geht nur bis einem Kilo und die geht bis 5 Kilo, und meine Freundin hat halt oft gesagt, die ist zu klein, die macht das halt nicht, wenn sie dann zum Beispiel eine große Schüssel Kartoffelsalat und da alles abwiegen muss, da ist sie locker über einem Kilo mit bei und macht sich halt dann echt doof, wenn sie das nur frei Schnauze machen muss, und deswegen kam das echt super gut rein, das Angebot. Aber wir werden uns das jetzt erstmal angucken, ich richte euch nach unten. Dann packen wir das jetzt erstmal aus. So. So, da ist auch nichts weiter drin. Ist auch gut verpackt. Ach, hier sind die Batterien. Die nehmen wir jetzt erst mal raus. So. Und die ist jetzt in so einem Styropor drin. So, können wir das wegmachen. Und dann haben wir hier noch eine Anleitung. Und hier ist das gute Stück. Die werde ich jetzt erstmal hier rausholen. So. Ist da jetzt eine Schutzfolie drauf oder ist die... Da muss eine Schutzfolie drauf sein, weil auf der Verpackung ist sie silber. Und man sieht das Logo auch nicht richtig, also ist hier definitiv noch eine Schutzfolie drauf. So. Und da unten ist auch wieder das Logo. Das seht ihr jetzt aber ganz schlecht. Mal gucken. Ich bin am überlegen, lasse ich die Folie drauf oder... Wir lassen sie mal drauf. Umso länger ist die Waage geschützt. Und die Batterien. Super Energy. So. Und dann machen wir das auch jetzt zu. Also die Füße sind auch gepolstert, also wartet mal, vielleicht seht ihr das so ein bisschen. Die sind ziemlich dick und die sind, die kann man so ein bisschen rindrücken, also dass man Unebenheiten ausgleichen kann. So. Und jetzt machen wir auf 0. Jetzt will ich mal gucken, ich will mal das draufpacken. 184 Gramm. Mein Handy. 170 Gramm. Ja, funktioniert schon mal. Das ist jetzt die Küchenwaage. Also Display ist schön ablesbar. Ich mache mal so nach unten, dann seht ihr das vielleicht ein bisschen besser. Also Display finde ich jetzt so im ersten Augenblick sehr schön ablesbar. Hier kann man dann auf 0 stellen. Funktioniert sehr gut. On, off, muss man halt gedrückt halten, glaube ich. Ja. Und so ist er halt dann wieder on.
Wir können auch mal mit was Großem machen. Machen wir mal das hier rauf. Hoppala. Ja, das sind 2 Haardicht an der Grenze. Milliliter. Achso, hier können wir so ja umschalten. Gramm. Kilo. Sind wir bei 2, wartet mal, da muss ich mal anders machen. Also wir können umschalten zwischen Kilo. Da bin ich bei 2,217 Kilo. Dann haben wir Lib, sind 4,89 Lib. Dann OZ, sind wir bei, was ist OZ? Unzen, glaube ich, oder so. 78,24. Dann haben wir Milliliter, sind 2219 Milliliter. Na, tendiert hier zwischen 19 und 18. Dann haben wir immer noch Milliliter, aber Milk steht dann auf der anderen Seite. Da sind wir bei 2155 und Gramm sind wir bei 2219 wieder. Kilo sind wir auch bei 2000, bloß dass da halt ein Komma mit bei ist. Ich werde euch das am besten auch mal im Display zeigen. Macht sich vielleicht so ein Stück besser, wenn ich so rumkomme. Dann könnt ihr das Display so ein bisschen besser sehen. Da ist der Knopf. So, da seht ihr das praktisch. Kilo. Das ist LB, Lib. OZ. Milliliter. Milliliter. Milk, da steht Milk. Gramm. Und da sind wir wieder bei Kilo. Und dann können wir das auch wieder auf 0 machen und gedrückt halten, dann geht das aus. Also falscher Knopf zum Ausmachen, wa? Muss mal wieder auf Kilo machen. Der Knopf ist für aus. So, und einfach gedrückt halten. Und dann ist er aus und an. Logischerweise ist er an. Ist von der Firma Amir. Ich kann euch das Logo nochmal zeigen. Und so sieht das gute Stück aus. Ich habe damit jetzt noch gar keine Erfahrung machen können. Die Schutzfolie, hier ist eine Schutzfolie drum, die lasse ich noch drauf. Die kann man hier, wenn ich euch das zeige, irgendwo abmachen. Das kann meine Frau bestimmt wieder besser mit Fingernägeln. Ich krieg die Schutzfolie echt nicht ab, erlöte Gluppetat. Doch, da. So, da könnt ihr das denn sehen. Da ist eine Schutzfolie drauf. Ach, machen wir sie doch mal ab. So. Wollte ich eigentlich drauf lassen, egal. Und ja, Maximum 5000 Gramm. 5 Kilo. Finde ich so vom Design mit diesem, das ist so, sieht so ein bisschen gebürstet aus, das Metall. Ich weiß nicht, ob ihr das so relativ, also ein bisschen könnt ihr das sehen. Sieht so ein bisschen gebürstet aus. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich finde das ganz nice. Ganzen Aufbau sehr einfach, sehr schlicht gehalten. Schönes, ablesbare Display, das gefällt mir am besten. Und klein dezent, da steht auch wieder Amir. Sieht man das? Ne, sieht man nicht. Ja. Ja, da bin ich mal gespannt, wie sie sich jetzt im Alltag schlägt. Ich bin mal gespannt, was meine Frau dazu sagt. Weil die hat ja gesagt, wir haben zu wenig. Und die Anleitung ist in Chinesisch und in Englisch. In Chinesisch und Englisch. Ich werde euch das mal so zeigen, dann könnt ihr das sehen. Also das ist einmal da oben in Englisch und dann darunter steht das gleiche in Chinesisch. Also alles auf einer Seite drauf. Aber im Prinzip ist die echt selbsterklärend, weil wir haben 2 Knöpfe. Was soll man großartig falsch machen können? Da kann man nicht großartig was falsch machen.
So, ich muss die jetzt erstmal wieder ausmachen. So, will ja nicht Akku verschwenden. So vom Style halt finde ich die ganz nice. Ich bin echt gespannt, was meine Frau jetzt dazu sagt, wenn wir die jetzt in Zukunft benutzen werden. Den Karton kann ich dann wegschmeißen. Ich werde euch den Link dazu in die Videobeschreibung machen. Und könnt ihr mal eine Kommentare posten, wie ihr das Video gefunden habt. Weil es ist ja Küchenzeug. Ist ja in meinem Kanal jetzt nicht so üblich, dass ich Küchenzeug zeige. Ich zeige zwar zum Trinken, was ich so trinke und so. Aber so, und aus der Gaming-Ecke und Technik-Ecke. Aber so Küchenzeug ist ja eigentlich eher selten. Und deswegen, das war auch nur reiner Zufall. Und ich habe gedacht, klar, brauche ich nicht kaufen. Stellst du vor, wir brauchen es sowieso. Deswegen auch der Werb. Hat aber nichts mit meiner persönlichen Meinung zu tun, auch wenn ich das Produkt gestellt bekommen habe. Ich werde auch gucken, wenn ich das jetzt getestet habe, meine ehrliche Meinung im nächsten Video dazu kundtun, wie sie jetzt ist und was meine Frau dazu sagt. Und ich werde da auch nichts verschönern oder sonst irgendwas. Also wenn sie dann ungenau ist oder meine Frau damit nicht zufrieden ist, werde ich das genauso sagen, wie wenn meine Frau damit zufrieden ist und die genau ist. Ich bin dann erstmal weg. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Ich mache gleich noch die Gaming-Tastatur. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.